So, da wären wir wieder. Und ja, auf dem Hauptmenü. Tut mir leid. Es war wieder ein Update da. Aber keine Sorge, wir können die Welt weiterspielen. Sonst hätte ich das Update gar nicht erst gemacht. Es gibt da nur so ein klitzekleines Problem. Das werdet ihr sehen, wenn ich das Spiel jetzt lade. Das hier. Es werden Sachen entfernt, die nicht mehr im Spiel sind. Also allgemein, es wurde sehr, sehr, sehr viel verändert, aber fast alles zum Positiven. Also die Kapazität von Rohren wurde erhöht, damit wir das Wasserproblem nicht mehr haben. Es gibt jetzt lange, schnelle Ärmchen, lange, sehr schnelle Ärmchen. Es gibt keine Lava-Händler mehr, dafür wird das anders gekriegt mit dem Lava. Man kann jetzt die Wasserrezepte so machen, dass kein Nebenprodukt da ist, also kein Stein und kein Sand, aber dafür viel mehr Wasser produziert wird und noch Tonnen von anderem Kleinkram. Und das wollte ich einfach mir nicht entgehen lassen. Einziger Nachteil ist halt jetzt, die Sachen sind weg. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Folgen lang erstmal alle Maschinen überprüfen müssen und die ganzen Sachen neu verbinden. Es könnte ein wenig unpraktisch werden, aber schauen wir mal. Ja, die Lava-Spots sehen anders aus. Es gibt keine Lava-Händler mehr. Das irritiert mich jetzt sehr stark. Also, es ist komisch, über so ein Lava-Feld rüber zu laufen. Also ja, dass keine Lava-Händler da sind. Weil wir hatten ja gerade hier, ne, so schön aufgebaut. Das heißt, wie verändern wir jetzt die Temperatur von den ganzen Sachen? In einem komischen Staubsauger. Das ist eine neue Maschine. Was ist ein komischer Staubsauger? Ich suche einen komischen Staubsauger. Du bist ein ganz normaler Pumpjack. Ja, nein. Es müsste eigentlich hier mit bei sein. Vielleicht müssen wir das neu erforschen, was ein wenig doof wäre. Ja, und hier sind die langen Ärmchen her mit bei. Smart, shorter, long-handed, close-insert. Die Namen da. Und ich kann die alle bauen, aber ich kann keinen stinknormalen blauen bauen. Das ist auch sehr schön. Ah doch, was bist du denn? Achso, du bist ein Very Fast Insider. Das waren die vorherigen rosanen. Ist ein wenig irritierend, dass die jetzt blau sind. Aber gut. Forschung muss gleich durch. Ich suche mal weiter nach Fehlern. Also ein Fehler, der sowieso da war. Also bevor ich das Ganze jetzt gepatcht habe, war das angeblich, dass Erz sich staut. Unten bei den Gummibäumen. Da sollen wohl die Gummibäume es schaffen, obwohl sie ein Feld daneben stehen, das Ding hier aufzuhalten. Und zwar die rechte Spur. Da sieht man auch, dass nur links Erz kommt. Was ein wenig komisch ist. Und hier, ne? Der Baum ist nicht auf dem Feld von dem Fließband. Sonst hätten wir das Fließband. Oh, sehr schön. Das Fließband gar nicht erst positionieren können. Und trotzdem blockiert es das. So, jetzt gucke ich aber nach den Staubsaugern. Kein Staubsauger, kein Staubsauger. Da ist der Staubsauger. Water Cleaning. Und anscheinend macht das Ding ein Liquid Handler. Es gibt keinen Lava Handler mehr, sondern einen Liquid Handler. Der ist dann für Lava und Wasser. Und braucht nur rote Tränke. Also ja, sofort das da erforschen. Währenddessen mache ich hier mal frei. Ist das wirklich die komplette Baumreihe oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Ich fange mal von oben an und gucke, ob das dann von oben nachrückt. Das Erz. Oder ob ich nur irgendwo irgendwas vergessen habe. Aber nein, ich kann nichts vergessen haben. Hätte ich irgendwo ein Stück vom Fließband vergessen, dann würde das ganze Fließband nicht weiterlaufen. Also auch auf der linken Seite nicht. Scheinen wirklich die Äste zu sein von den Bäumen, die blockieren, dass das Erz weitergeht. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Aber gut. Strom scheinen wir noch weiterhin zu haben. Was ja auch mit das Wichtigste ist. Problem könnte nur werden, wenn gleich das Wasser ausgeht. Dann haben die Steam Engines wieder nichts. Also das Wasserhändler-Ding da, das Liquid-Händler-Ding, müssen wir ganz schnell aufbauen. So, Erz kommt schon mal hoch, das ist gut. Türkis. Ach so, okay. Also das ganz schnelle Ärmchen ist jetzt nicht mehr rosa, sondern es ist Türkis. Ja, gut. Hier unten waren keine Ärmchen, das ist alles okay. Öl kommt auch noch hoch. Ja, dass die Ärmchen weggenommen wurden, teilweise ist ein bisschen nervig, weil ich weiß jetzt echt nicht, wo was fehlt. Also du arbeitest, also fehlt hier wohl nichts. Du arbeitest, also... Warum haben wir hier grüne Chips in der Herstellung?
Und kein Abnehmer dafür. Ah, okay, hier fehlt doppelt ein halbes Ärmchen. Ich bin überfordert. Ärmchen? Ich will ein halbes, schnelles Ärmchen. Fast close insert. Das bist dann wohl du, oder? Ich gucke. Ja, also close inserter sind die, die das nahegelegene nehmen. Was auch eine sehr gute Namensgebung ist. Also das funktioniert schon mal. Du tust da, tust da, tust da, tust da, tust da, tust dahin. Ist alles gut soweit. Okay. Du arbeitest hier auch so komisch, wie du sollst. Da war noch ein Fehler. Hier nimmst du raus, legst du rauf. Du nimmst von da nach da. Du brauchst sonst nichts. Nö. Batterien stauen sich noch und nöcher. Okay, also der Bereich hier. Oh, warte mal, da unten habe ich nicht geguckt. Schaut aber gut aus. Das Wasser wird immer weniger. Ja, bau bitte so ein Ding. Bau mal zwei von den Dingern, nur für den Fall. Weil fürs Lava brauchen wir ja auch noch. Oh, bau gleich drei von den Dingern. So. Also, der Bereich hier scheint schon mal okay zu sein, was die verloren gegangenen Ärmchen angeht. Okay, weiter auf die Suche. Okay, okay, okay. Das Liquid Copper sieht ein bisschen anders aus. Und es ist irre viel Copper und Iron. Und es sieht alles anders aus. Es hat so einen leichten Blaustich. Also das dann leichten Blaustich und das dann leichten Rotstich. Also das, als wenn Kupfer in der Mitte wäre und außenrum Eisen. Oh, mal gucken. Ne? Genau, die hier hatten jeweils drei halbe Ärmchen. Ich brauche Ärmchen. Oh, ich habe kein Eisen. Und es kommt auch kein Eisen mehr. Oh, das ist nicht gut. Schnell, 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 schnell. So. Also es kommt kein Eisen mehr an, weil wahrscheinlich keine Lava da ist. Was für eine Lava kommt jetzt hier raus? Das wäre ein sehr guter Punkt. 1400er Lava, wie vorher doch auch, oder? Ja, 1400er ist voll. So, das heißt, wir brauchen jetzt diese komischen Dinger. Hä? Die sind ja klein. Moment, sag mir jetzt nicht, dass ich einfach nur so ein Ding da jetzt ranbappe und dann werden die instant umgecraftet. Ich stelle ihn einfach mal hier in die Pampa. Oh, die sind echt nur für Wasser. Das ist nicht gut. Wo mache ich denn die Lava-Rezepte? Da steht Made in komischem Staubsauger. Also Liquid-Händler. Du solltest eigentlich von da kommen. Ah, also sobald es eine Verbindung hat dahin, du sollst jetzt aus 1000... Also wir brauchen das ganze, die ganze Luftgeschichte nicht mehr. Oh, bevor ich jetzt... Stopp, bevor ich jetzt anfange, irgendwas abzureißen und wieder aufzubauen und so weiter. Lass das mal so erstmal testen, ob es funktioniert. Also du sollst jetzt aus 1400, 1600 machen. Dafür brauchst du Stein und Kohle. Und Wasser. Nee, Wasser brauchst du nur für Stein. Stein und Kohle. Stein? Ich habe keine Kohle. Ach du Gaga. Da. Gib mir mal. Okay, wenn ich sage, ich habe keine Kohle, dann war es ein wenig falsch ausgedrückt. Ich nutze momentan nicht wirklich viel Kohle. So, und du stellst jetzt her 1600 Grad heiße Lava. Und die kommt denn da nach oben. Geht das andersrum genauso? Wenn ich jetzt 1400 Grad heiße Lava machen will, brauche ich 1200 Grad heiße Lava. Das Abkühlen geht nicht mehr. Nee, es ist nicht so schön. Also den Submod, den ich installiert hatte, um die Rezepte umzuschreiben, dass man auch abkühlen kann, das geht nicht mehr. Ich hoffe mal, dass die Dinge hier... Ne, produzieren immer noch das zu heiße. Braucht
1000 Grad heiße. Du brauchst... Oh, warte doch hier. 1200er. Können wir einfach machen, indem wir 1400er reinpumpen. Oh, sehr schön. Das heißt, ich nehme jetzt... Also die ganzen Air-Intake-Geschichten da müssen wir wegnehmen, glaube ich. Das heißt, wir nehmen jetzt... Da kommt 1000... Verwirrend. So, da kommt jetzt einfach 1400 Grad heiße Lava an. Geht da rein. Und du machst da bitte... das draus. Da stand eben gerade was von Nebenprodukten. Heißt das, ich muss jetzt hier was abführen? Ich gucke. Kiste. Boah, dauert das lange. Okay, Speedmodule. Oh, und während das hier mal rumwuselt, ich muss gleich hierhin zurück. Unbedingt dahin zurück. Aber vorher muss ich hier... ja, du weg. Ja, nämlich keinen Strom mehr. Stell bitte her Wasser ohne Nebenprodukt. Da. Gucken. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Achso, das war nur hierfür. Das war der falsche. Ich brauche noch einen davon. Brauchen wir gleich ganz viele davon. Also, es ist schön, dass wir so viel neues Spielzeug haben. Es wird eine Weile dauern, sich da reinzufriemeln. Aber es scheint wesentlich platzsparender zu sein. Gerade weil wir jetzt die ganzen Air-Intakes nicht brauchen und dieses riesige Kabelsalat-Gedöns. Hier unten. Genau, du kannst weg. Dafür kommst du hier hin. Du machst bitte ganz viel Wasser. Warte mal, 40 Wasser macht 50 Wasser? Ne, 50 Dirty macht 40 Clean. Das ist effektiver. So, du machst dir bitte unterirdisch, damit ich da durchlaufen kann. Arbeitest du? Ja, du arbeitest. Hier, Speedmodule. Komm, 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 go, 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 Wasser. Oh, geht das schnell weg. Ah, jetzt rattert das richtig gut. Okay, okay, okay. Blink, 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 blink. Okay, Wasser kommt, Strom kommt auch wieder. Das hier ist jetzt leider unnötig. Und wir könnten jetzt mehrere davon nebeneinander machen, fällt mir gerade auf. Mach das mal wieder weg. So. Kuh, du... Ja, das Ding wird jetzt super leer gepumpt. Das heißt, die da müssten jetzt schneller arbeiten, können sie noch nicht. Also bräuchte ich noch eine Pumpe. Das hört man richtig, das ist super. Also ja, mir gefällt die Änderung soweit sehr gut. Auch wenn wir jetzt ein bisschen hinterherhinken, was Optimisierung angeht und so weiter. Und wo sind die Pumpen? Ah, da. Eine Offshore Pump MK3, bitte. Ihr seid noch MK1. Okay, das erklärt's. Baut mal zwei MK3 da draus. So. Kommt jetzt noch mehr Wasser rein. Ja, ja. Mehr Wasser. Also mehr Wasser. Das war fast ein Otto-Witz. Was die Ressourcen angeht. Also wir produzieren jetzt keinen Stein, keinen Sand. Und gerade Stein brauchen wir wahrscheinlich für die Lava recht viel. Das müssen wir also später alles noch ummodeln. Aber jetzt ist mir erstmal nur wichtig, dass das Ganze so läuft, wie es laufen soll. So, die Pumpe nehmen wir mit und setzen wir da hinten hin. Gut. Hier hinten haben wir gar keine Pumpe, ne? Ne, du bist einfach nur ein Wassertank. Wir hatten hier aber irgendwo noch eine Pumpe. Ja, genau. Ihr. Hast du genug Wasser? Ja, bist voll. Toll, jetzt habe ich eine MK3-Pumpe im Dingens. Weg. Gib mir Stein, mach das weg. So. Jetzt die Lava-Geschichte. Also wir brauchen unbedingt Eisen. Das heißt hier... Nein, das ist falsch. Da. Da brauchen wir Stein und Kohle und Speedmodule. Oh. Warum seid ihr so voll? Warum arbeitet ihr denn nicht? Ihr hier.
Weil ihr kein Eisen habt? Hier ist ganz viel Eisen. Oder ist das altes Eisen, das zählt nicht mehr, oder wie? Oh oh. Dirty Iron. Oh. Nein!